So, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich bin's, Klus Klut von den Shadowhawks. Und wir wollten ja jetzt ein zweites Festivalgelände aufmachen. Dazu fehlen uns noch ein paar Fans. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal hier zu so einem unentdeckten Ort. Gucken, was da los ist. Jo, da geht's. Rechts halten? Was ist denn nun? Hä? Links halten, rechts halten hier? Links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Warum einfach rüber da? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Löffelliste. Start, Start, Start. Hallo Wingnut. Mit der Horizon-Löffelliste hauen wir so richtig auf den Putz. Stell dir vor, es sei dein letzter Tag auf Erden. Welches Auto würdest du fahren? Welche Rennen? Und dann steig in dein Auto und tu es einfach. Nichts zu danken. Okay. Auf zum Zielort. Ja, was mach ich denn hier? So, ich fahre ein Rennen jetzt. Ich dachte, ich muss einfach hinfahren. Oh Maul, ich mach ja voll die Scheiße. Ach, Scheiße, Scheiße. Ah, es wird nicht besser. Hä? Oh, genau, einfach rein in die Wildnis. Oh Gottes Willen. Weg mit den Bäumchen hier. Oh, schau. Rückspulen. Das glaube ich nicht so richtig. Boah, richtig rumschummeln hier. Die Bäume hier richtig wie die Panne. Okay.
Ziel für... Oh, ach, es gibt noch ein Ziel. Ciao, 4 Minuten, gar nicht gesehen. Ich verplempere hier die ganze Zeit. Schaffe ich doch niemals. Wo ist denn das Ziel? Da vorne? Ah doch, bin klar zu eben klappen. Diese Karre, die fährt ja richtig scheiße, ey. Ach, geschafft. Löffellistenveranstaltungen wirken wahre Wunder für unsere PR- und Fanzahlen. Und bestimmt auch für die Seele. Ist auch so ein Löffel. Ja, Level 2! Kannst du viele Credits oder Autos gewinnen. Manche sogar in einer limitierten Horizon-Edition. Ja! 75.000! Alles her damit. Cool. Gibt 10.000 Fans, wir brauchen überhaupt. Und 26.000. Ah, noch zwei, drei Events. Wissen, was gepackt haben. Ich bereite gerade weitere Löffellisten-Herausforderungen für dich vor. Ich glaube, das Team mag diese Dinger noch viel mehr als du. Hallo Wingnut. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Wen denn? Wen da? Einfach näher fahren und dann nichts drücken. Was mache ich denn das? Was soll ich tun? Hier gibt es eine Bonustafel, die Sie noch nicht zerstört haben. Soll ich eine Route dahin festlegen? Nee. So. Irgendwelche Spieler. Landschaftsbau. Geiler Achievement habe. Ich werde ihn jetzt hier herausfordern. Kann ich nicht so X drücken oder so? Wie denn das? Okay.
Weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht. Machen wir mal was anderes. CP-Tafel da umbasteln. 100 Metern links abbiegen. Was haben die anderen noch so schönes? Ups. Oh, Fans. Sie gewinnen Fans durch das Ausrichten von Veranstaltungen. Ich lege eine Route zum nächsten Rennen fest. In 400 Metern rechts halten. Mach ich mir jetzt diese Fans hier? Ha! War ich denn da? Abbrechen. Eigentlich wollte ich ja diese komische Tafel da haben kaputt machen. 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Reiserabatttafel. PR-Stand. So, das war okay. Oh, ein PR-Stand. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Upsa. Alter Horizon-Veteran wie du weiß genau, was zu tun ist. Komm schon, schneller! Man erkennt dich ja noch mit bloßem Auge. Wir stellen für dich auf dem ganzen Festivalgelände Blitzer auf. Ups. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Hoffentlich war das kein Versehen. Diese Bonustafeln sind überall beim Horizon Australia versteckt. Du bekommst eine Belohnung, wenn du sie zerstörst. In diesem Fall war das ein Schnellreiserabatt. Okay. Hier ist eine Querfeldein-Rundstrecke. Wie beim Querfeldein-Rennen, nur eben rund. Hey, ich habe mir diese Namen nicht ausgedacht. Das machen wir doch mal. Fahrrennen. Bisschen Fans dazu gewinnen.
Go! Boah, dass es immer sofort losgeht. Werde ich mich nie dran gewöhnen. Komm schon, Boss. Nicht schummeln. Scheiße. Ja, wie? Was soll ich das jetzt machen? Völlig verschissen. Ah. Mir fehlt echt ein Power Boost hier. Also, so wird das aber nichts mit den Fans. Ei, ei, ei. Na, tau, letzter im Maul. Peinlich, peinlich. Du wolltest peinlich. Bestimmt nur mal das Gefühl kennenlernen, als letzter durchs Ziel zu kommen, oder? So sieht's aus. So sieht's Verstehe. Aus. Jetzt darfst du aber ruhig wieder gewinnen. Ist zur Runde 1.19. Haben wir in der besten Runde nicht sogar gewonnen, wa? Fast. Schade. Rennen. Ich genug Fans. Fans.
Auch nochmal durch den Blitzer durch, oder? Im Highspeed. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Was ist eigentlich denn hier? Links abbiegen. Wenn ich die jetzt herausfordern. Was ist das denn? In 400 Metern links abbiegen. Klappt das nicht? Links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Naja, 150 Fans, das bringt's. Tja, wie man das jetzt hier macht, keine Ahnung. Mal versuchen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Was mache ich jetzt mit denen? In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 200 Metern scharf links abbiegen. So, wo, aha, ich muss den suchen und finden. Okay, ich dachte schon, ich bin blöd. Fährst du mal los da oder was? Rechts halten. Komm zurück! Bei nächster Gelegenheit wenden. Wird neu berechnet. Mal sehen, hin. In 100 Metern rechts halten. Das ist der schnell unterwegs hier. Und Navi halt den Maul. So. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
wussten schon. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Zurückspulen! So, fortsetzen. Links abbiegen. Ah, kommt schon. Links abbiegen. Ah! Fahrer Nummer 2 hat soeben den Vertrag unterschrieben. Cool. Zweiter Fahrer ist immer gut. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Fans. Was machen wir denn mal? Was haben wir denn jetzt gemacht? Dieses komische Rundstrecke. Liga Mumpitz. Machen wir jetzt mal das hier. Nee, ist gut. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Oh. In 100 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Ah, wisst euch doch. Veranstaltungen bieten weite offene Strecken auf unterschiedlichem Terrain. Wie eine Besichtigungstour, nur schneller. Viel, viel schneller. Ja, wenn es denn sein muss. Das werde ich doch wieder verkacken. Go. Das gibt's doch nicht.
Bockschwer, ey. Bockschwer, Alter. Ah, Maul. Heftiger Jump. Ach, ich bin nicht mehr letzter. Egal. Wenn ich so rumstuckeln würde, ey. Mann. Komm. Schmeiß da gleich deinen Müll. Yay, Level 4. Und wieder Bonus. Was kriegen wir jetzt mal schönes? Ein Auto? Oh nein, nur 25.000 Credits. Ist ja assi. Ist ja assi. In Byron Bay wird es so langsam eng. Von überall her kommen die Menschen angeströmt, um am Horizon teilzunehmen. Wir haben sogar Gäste aus Übersee. Das ist doch nice. Du musst ein zweites Festivalgelände aussuchen. Ich habe da schon ein paar Kandidaten markiert. Surfer's Paradise. Wolkenkratzer und Rennen in engen Straßen und Gassen. Die Wellen sind offenbar auch ganz ansehnlich. Oder das Outback. Roter Sand, blauer Himmel, perfektes Offroad-Gelände und Schlangen, die dich umbringen, wenn du für einen kurzen Moment abbremst. Tja, was machen wir denn da? Ich glaube, wir nehmen mal die Stadt. Das Outback? Ah, die Stadt. Machen wir. Horizon Surfers Paradise. Ich kann alles bereit machen, damit die Party beginnt. Bleib du doch einfach noch eine Weile hier und komm dann viel zu spät vorbei. Ja, cool.
es gefällt mir. Aber hör auf, mich zu nerven. So, ja, dann geht's später weiter mit dem neuen Festival. Hallo, Wingnut. Auch zusammen mit Paisen. Vergiss nicht, dass du hier eine große Nummer bist und andere gerne mit dir Rennen fahren möchten. Wenn ein anderer Fahrer hupend neben dir herfährt, hup zurück. So startest du eine Kolonne. Ja, jetzt werde ich auch noch unterbrochen hier. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Und die übernimmt dann Paven. Und dann machen wir auch noch viele weitere Folgen, wo wir zusammen Koop fahren. Wir freuen uns. Macht's gut!